Ja, hallo. Das Thema heute ist unser Schubkastensystem Avantik U und zwar die Montage dieses Schubkastensystems. Dazu habe ich auch mitgebracht einmal die Montagevorrichtung Avantfit 100 sowie die Praktika-Bohrlehre zum Vorbohren der Holzrückwand. Natürlich ist in dem Set des Schubkastensystems sind erstmal zwei Zargen dabei. Wir haben Schrauben dabei und zwar die Schrauben, die wir für die Frontbefestigung benötigen, die zum Anschrauben sind, sowie die Schrauben, die wir brauchen, um die Holzrückwand direkt an der Zarge anzuschrauben. Die sind auch dabei. Dann werden wir finden zwei von diesen kleinen Kunststofftreppchen. Das sind die sogenannten Rückwandstabilisatoren. Das sind Winkel, die ich hinten anschraube an der Holzrückwand, um eine stabile Verbindung von Rückwand und Boden zu schaffen. Ich würde sagen, bis zu einer Korpusbreite von 600 mm setzen wir einen ein. Darüber hinaus nehmen wir den zweiten Rückwandstabi damit bei. Wir brauchen Schrauben, also ihr müsst zur Befestigung des Bodens kleine Pennet-Schrauben 3,5 x 12 einsetzen. Und die gleichen Schrauben nehmen wir auch für den Rückwandstabi. Das heißt, eine Schraube deckt da zwei Applikationen ab. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch Holzteile, weil wir von Hettich liefern halt Metallteile. Und das wäre in diesem Fall einmal die Rückwand. Das ist die typische Rückwand für eine Höhe 101 von unserem Avantik-Schubkastensystem. Und das ist der Boden. Beides 16 mm Material. Und die Besonderheit ist, der Boden und die Holzrückwand haben exakt die gleiche Breite. Also das ist neu. Wir verschrauben direkt die Holzrückwand mit der Zarge. Ein großer Vorteil. Ihr könnt gerne ja einmal abschätzen, was ihr meint, wie lange das dauert, unseren Schubkasten zu montieren. Weil das machen wir jetzt einmal im Detail. Das zeige ich euch jetzt, wie wir diesen Schubkasten montieren. Okay, letzter Schritt wäre jetzt, die Blende zu montieren und wie einfach das ist, das zeige ich jetzt einmal. Also wirklich ganz einfach und schnell gemacht.